Servus Leute, zurück zu Hearthstone. Wir haben immer noch den einen Sieg offen hier mit Priester oder Warlock. Warlock hier hat mich enttäuscht. Obwohl das letzte Spiel ziemlich spannend war. Aussichtslos, aber spannend. Probieren wir es nochmal mit dem Priester. Der hat ja gute Dienste geleistet beim ersten. Dann haben wir jetzt Klabautermann, ein Murloc. Ein Murloc würde ich gerne treffen. Anduin gegen Malfurion! Hatten wir das nicht schon mal? Das Licht wird den Sieg bringen. Phlegmon. Ach, Pokémon machen auch mit. Die Hand ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Selbst die heilige Nova würde ich gerne behalten. Obwohl sie erst wenig später nützlich wird. Ich fange als Zweiter an, damit komme ich klar. Der ist nicht schlecht. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Nein. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Tja, jede Menge Kreaturen mit Effekten. Nein. In der nächsten Runde spiele ich den Bär aus. Der kann sich um die beiden kümmern. Den aber nicht. Dann muss ich es doch anders machen. Ich habe immer noch die Münze. Tretet bei oder sterbt oder beides. Das will ich eigentlich nicht. Oh. Die Münze in die heilige Nova? Ja. Wobei. Problem ist, triggert es dann auch, wenn die stirbt? Ach, ich befürchte es. Ah, tot schon wieder. Ein Glück. Nein, es hat nicht getriggert. Tot schon wieder. Ja, so kann's kommen. So, jetzt bin ich aber auch mal dran, oder? Wo soll ich zuschlagen? Spott. Spottet nicht. Das Dingo! Ja! Ich könnte ihm jetzt Leben verpassen, aber ich brauche es nicht. Ich heb's mir lieber auf. Nicht, dass er irgendwas macht mit dem Druide der Klaue. Stirnfeuer. Mind Control. Geht hinter mir in Deckung. Machen wir ihn ein bisschen robuster. Blöder Bär. Das ist ziemlich gut, 4-6. Ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat. Die hätte auch. Prankenhieb. Gut, den Prankenhieb, der war jetzt, fand ich jetzt, eher sinnlos. Ich kann dich spielen. Dein Leben verdoppeln. Sie spielen. Ist jemand verletzt? Wobei ich sie vielleicht erst im nächsten Zug hätte spielen sollen. 13 ist erstmal. Ja! Okay, Phlegmon ist kein Noob-Spieler. Wenn er solche Karten hat. Das Witzige ist. Ein Zug länger und ich kann Ragnaros übernehmen. Okay. Erstmal heile ich den wieder. Ja, Mann. Töte den. Hm.
Ich spiele außerdem erstmal sie. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Tja, das bringt mir nicht viel. Sofort. Und vielleicht noch einen Bären. Sicher ist sicher. Weil dann ist die Chance 1 zu 5, dass der Typ mich wieder erwischt. Das hat weh. Und im nächsten Zug übernehme ich ihn. Was? Wieso habe ich plus 8? Ich hätte gedacht, ich habe 9. Nein! Ah, dann muss ich länger überleben. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Der hat ein starkes Deck. Ein sehr starkes Deck. Müssen wir den loswerden? Die heilen. Karte ziehen. Okay, 4. Ich habe 2. Den töten. Ich hab verloren, oder? Ach, kann ich da angreifen? Dann vielleicht doch. Sofort. Mal schauen, ob ich ihn noch mind controllen kann. Das wird mir aber nichts bringen. Er hat meine komplette Verteidigung eingeäschert. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So klug, dass er den gemacht hat. Wen erwischt er jetzt? Sag noch was nicht auf mich, bitte. Nein! So viel Dussel, wie der hat. Das ist unglaublich, wie viel Dusel er hat. Das muss ich jetzt anders machen. Geht hinter mir in Deckung. Tja, das muss ich jetzt anders machen. Ich muss hoffen, dass ich das überlebe. Sofort. Dass sowohl ich und mein Torn, na okay, zumindest ich nicht getroffen werde. Und Ragnaros. Den hätte ich auch gern. Aber der ist es niemals ein Anfänger, gegen den ich spiele. Da hat das Ranking total versagt. Das war der. Und schon wieder auf mich. Oh. Tja. Niederlage. Da hat das Ranking mich gegen einen richtig hohen geleitet, weil Ragnaros zu besitzen und noch die anderen Karten. Das ist, da sage ich nur holy shit. Gleich den nächsten. Ich will mein Gold. Ihr könnt per Rechtsklick auf die Gegner sein, Emotes. Ja, ja, kennen wir schon. Und diesmal einen richtigen Gegner, also auf meinem Niveau und nicht auf Profi-Niveau. Weh, ich kriege im nächsten Päckchen nicht auch einen Ragnaros. Der kommt dann in jedes Deck rein. Der ist so geil. 8 Schaden einfach mal durch. Ich hätte eine Schatten. Anduin gegen Valfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Das ist aber nicht dasselbe. Das Licht wird den Sieg lauter Einzersprüche. Ist okay? Ist okay? Ist okay. Mein Zug. Oje. Grüße. Ist jemand verletzt? Grüße. Das war's. Die kann ich voll aufpumpen. Muss ich vielleicht auch, weil... Was mache ich mit dem Leben?
Okay. 4. Ich muss das Land bewachen. Nett. Sofort. Das war's. Tja. Das war ein guter Zug von ihm. Der hat gleich mal im ersten Zug eine Vierer-Kreatur gespielt. 3 Schaden auf den. Er will die unbedingt loswerden. Ich werde seine allerdings auch los. Okay, Gleichstand. Können wir weitermachen? Ein Schuss. Ein. Mit der habe ich zum Glück kein Problem. Zwei Bären. Einer reicht erstmal. Das soll eine Waffe sein? Gut. Ah, schön. Damit lässt sich arbeiten. Ja, ich ziehe gut nach. Gute Kreaturen. Ich habe die Hoffnung, dass er reinrennt, dann töte ich ihn. Gut, das ist jetzt 2 für einen, aber naja. 4 Leben? Ja, natürlich. Und taunt. Mächtig. Jetzt sind silent. Silence! I kill you! Das Dingo! Ja! Das Dingo, in der Tat, in der Tat. Mich. Bei ihr wird sowieso nichts bringen. Der hat wieder... Na, okay, die Karte ist Standard. Vertauscht, okay. Das würde nicht viel bringen. Probieren wir es doch gleich nochmal. Vielleicht hat er noch eine Karte, die er reinwerfen kann. Ein Schaden und zieht eine Karte. Rennt er mit beiden jetzt da rein? Gut, mehr Schaden macht nichts. Weg ist er. Und mich wieder rein. Tja, nun. Bereit zum Ausritt. Ah, Ansturm. Welch Ehre. 2 Karten für eine. Willkommen 10-10. Schauen wir mal, ob er der auch was reinschleudern kann. Natürlich! Er macht daraus ein 5-5. Bringt mir Stahl! Okay.
Dann würde ich sagen, die kleinen Ratten müssen sterben. Das ist meine Heilung. Goblin-Lein. Nein, er muss sterben. Und weiter. Das ist ein Problem, der hat mehr Handkarten als ich. Und wir haben volles Mana, also er kann alles ausspielen. Ich hätte jetzt gern Mind Control. Das Dingo! Ja! Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Wutanfall. Zieh erstmal eine Karte. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Du, okay. Ist jemand verletzt? Zieh ich noch eine Karte. Ist gut. Da. Ich übernehme das. Da rein eingreifen. Da rein eingreifen. Und das Spiel. Das war's. Schön. Weiter geht's. So hat sich schon das Blatt gewendet. Dank ihr habe ich jetzt wieder auch Karten. Zieh drei Karten. Ja, und so ändert sich das schon wieder. Auch wieder ein heftiges Duell. Jetzt will er ihn loslegen. Aber das hat ihn sehr viel gekostet. Erstmal heile ich dich wieder. Holy Nova. Sehr schön. Die Tore sind geöffnet. Sofort. Wenn ihr meint? Ich habe nette Karten jetzt zur Verfügung. Ich kann das Leben tauschen und könnte mit der Kombination einen vernichten, falls nötig. Dich nicht. Dich werde ich übernehmen. Danke. Ich gebe. Sehr schön. Schade. Die mit Windzorn hätte ich gern übernommen und mal ausgetestet. Zweimal angreifen darf die. Sehr gut. Alle Quests gelöst und nochmal extra Gold erhalten. Reicht aber nicht für einen neuen Booster. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich werde jetzt erstmal wieder ein paar Tage Pause machen und Quests ansammeln, weil täglich kriegt man eine neue. Bis zu drei kann man haben und eine vierte wird in der Reserve gehalten anscheinend. Also im Hintergrund, falls man dann eine von den dreien schafft, kriegt man eine vierte noch dazu, die das auch ersetzt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.